Hallo Leute und willkommen zurück zu Until Dawn. Die liebe Sam wollte jetzt eigentlich ein schönes Bad in dieser überdimensional großen Badewanne nehmen. Allerdings haben wir kein heißes Wasser. Und ich werde mich jetzt auf die Suche nach Josh machen. Okay, und vor allem, wo sind plötzlich alle anderen, die noch hier waren? Haben die sich jetzt hier alle auf die Zimmer verzogen oder in Luft aufgelöst? Oder hinten ist was? Schauen wir doch erstmal nach. Oh, Moment, hier auch. Was ist das denn? Johan D. Smith, Tattoo-Künstler. Ah, okay. Gut. Oh, ach so. Ach, das war ihr Zimmer hier, okay. Frohe Weihnachten 2010, Schwesterherz. Hab dich lieb, Josh. Also, das ist auch eine ziemlich große Lodge jetzt mal wirklich, ne? Oh. Also, ich stelle mir das schon ziemlich cool vor, wenn hier mal ein bisschen Licht ist. Was ist das? Ein Teil vom Foto oder so? Deine Karte? Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. Oh, okay. Moment, war das... Nee, das war nur die Karte, oder? Ich glaube, das war nur die Karte. Ja, ganz ehrlich, warum machen die hier kein Licht? Also, ich verstehe es nicht. Oh, eine Party. Liebe Hannah, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Mega-Party. Um 19 Uhr am 13.07.2013. Hier Casa de Mike, bei mir zu Hause. Um Antwort wird gebeten. Okay. Ja, oder wenigstens mal die Kamine anzünden oder so. Hannah, Josh und Beth, ihr seid eingeladen zu Sams Halloween-Party, 31. Oktober 2013. Kostüme sind Pflicht. Ah, okay. Hat die Sam also eine Halloween-Party gegeben? So, Josh, mein Lieber, wo bist du? Wo ist denn wohl dein Zimmer? Oder aber der treibt sich vielleicht noch unten rum und ja, keine Ahnung. Kann ich hier wieder nicht vorbei? Was sperrt denn da den Weg? Ja, hier steht so viel Kram rum. Jetzt mal ganz ehrlich. Was machst du? Da gehst du jetzt gar nicht mehr weiter, Sam? Okay. Also die Zimmer noch so voll schön, nichts abgedeckt, alles eingerichtet. Und der Rest, ja, irgendwie zugestellt, alles mit Laken. Was ist das? Oh, was sind das für gruselige Masken? Ah, hier ist Josh auf jeden Fall. Ach, natürlich. Klar, wir waren jetzt auch in einem, ja, fast schon anderen Teil der Lodge oder so. Hier ist ja dieser Haupttreffpunkt. Komme ich denn da vorne auch noch runter? Ja, absolut. Wuhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser irren Bude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Oh nein, jetzt fangen die mit so einem Uja-Kram an. Ja, ganz toll, oder? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Erst im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay, dann los. Cool, ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten? Aber natürlich, wie sie gerade gegrinst hat, ne? Bin ich auf jeden Fall froh, dass wir das jetzt nicht alleine machen müssen. Aber Keller finde ich trotzdem nicht so gut. Aber naja. Hey,
Hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Oh ja. Ja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Spöttisch oder schmeichelnd, sie sind süß zusammen. Ja, ich finde die auch süß. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. So, Status-Update. Bekomme ich keine Taschenlampe? Na gut, ich gehe mal direkt hinterher. Ich habe Angst, dass der irgendwie vorläuft. Aber ganz gentleman-like wartet er und schickt mich vor. Weißt du, Sam? Ja, Josh? Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Oh, der ist auch irgendwie süß. Nervös. Seltsam, zurück zu sein. Wir sind für dich da. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Ja, das klingt aber jetzt schon so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Wir wissen ja schon, dass er so einer ist, der gerne mal darüber... Geh schön langsam. Ja. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Der darüber quatscht, hier irgendwelche Mädels ins Bett zu bekommen. Ich weiß nicht, so richtig kann ich ihn noch nicht einschätzen, aber erstmal finde ich ihn ganz sympathisch. Josh, wo bist du? Warte, lauf doch nicht so schnell. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Oh Mann, ey, warum sagt er das auch noch so? Moment, konnte ich hier mit dem... Kann ich was mit dem Schläger machen? Ja, komm, nehmen wir den mal mit, oder? Können wir dem nächstbesten hier eins über den Kopf ziehen? Humorvoll, Baseball im Schnee, ist es deiner. Ah, komm, wir sind mal lustig. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummy. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Richtig, Sam? Vergiss oh, es. Ich wollte okay. Diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey! Leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Hey! Hey, ich hab... Halt mal die Lampe ja, still, ich hab damit ich, doch ich gar was nicht sehe, bewegt. Okay? Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Geht hier eigentlich überhaupt irgendetwas in die Hütte? Oh, verdammt. Schon okay. Jetzt versuch's nochmal. Nicht so schwer. Drück einfach den Knopf, sobald das Licht angeht. Okay. Ich krieg das jetzt hin. Klar. Ja, klar. Okay. So, den Knopf drücken, sobald das Licht angeht. Muss ich das hier denn gedrückt halten? Ich weiß nicht. Ich mach's einfach mal. Oh,
warst doch super. Okay. High five. Yeah. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach, Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Streich, protestieren. Ich hatte keine Angst. Hinter dir ist was. Ja, fällt da doch eh nicht drauf rein. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Was? Hinter dir ist etwas. Ja, klar. Beharren. Na komm, ich beharre mal. Ob das so gut ist, ich weiß nicht. Josh. Ohne Scheiß jetzt. Kommt der erste Punkt. Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Besorgt, wir sollten nachsehen. Heroisch, nein, besorgt, wir sollten nachsehen, definitiv. Meinst du, wir sollten nachsehen? Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Oh nein, 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 lauf, 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 lauf. Schön hinter ihm her. Soll ich jetzt vorgehen, oder was? Willst du mich verarschen? Wow. Ist doch 100 pro der Quiz, oder? Au. Ja, nur der macht doch so eine Scheiße. Oh, komm schon! Wieso ist die abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt! Hey. Was? Hey! Was zum Teufel? Boom! Das war so klar. Erwischt. Was? Schön, schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Oh, wie mies. Nein, das hätte ich aber gern, das war so gut. Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Joke-Meister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay, okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Moin! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Hm. Okay? Viel Spaß noch! Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Oh, endlich wieder bei ihm. Oh, cool. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Okay. Hast du auch diese Furcht? Alter, komm mir nicht zu nah. Also, die Furcht vor Einsamkeit? Ja, ich möchte ja nicht einsam sein. Ist das wahr? Aber es zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Wie er lacht, ey.
wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Oh, ich schätze Ehrlichkeit, ich schätze Loyalität. Ich sehe übrigens gerade, boah Leute, wie mies ist das Spiel. Schaut mal links, die Spinne. Ey, was zur Hölle, wie gemein, ne? Aber gut, ich kann die jetzt anschauen, ich finde die jetzt nicht so schlimm. Also, Loyalität finde ich wichtig, aber ich würde sagen, ich schätze noch mehr Ehrlichkeit. Weil, wenn mir gegenüber jemand loyal ist, aber im Endeffekt, ja, ich will jetzt auch nicht zu weit ausschweifen, aber dann nicht ehrlich zu mir ist, nee, ich Ehrlichkeit, so. Also, du sagst die Wahrheit, auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Das habe ich nicht gesagt. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Ich schätze Ehrlichkeit, ich schätze Nächstenliebe. Ja, Ehrlichkeit. Er lacht mich wieder aus, natürlich. Nächstenliebe wird überbewertet, schätze ich. Ja, klar. Lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen. So ist es, natürlich. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Was? Wir sehen uns bald wieder. Was? Das war's schon? Das macht immer so Bock bei dem. Auch wenn er da jetzt fieserweise eine Spinne hingestellt hat. Warum? Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow? Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen. Alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen. Und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du... als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Ah, wir spielen das erste Mal Ashley. Okay, mal eben kurz eine Frage mit diesen Zusammenfassungen bzw. Rückblenden, die ja meistens innerhalb der Folge dann kommen. Soll ich das drin lassen oder soll ich das rausschneiden? Weil im Endeffekt, so mitten in der Folge ist das irgendwie sinnlos. Aber ich kann es ja auch schlecht so timen, dass es immer am Anfang einer Folge kommt. Also schreibt mir das gerne. So, ernsthaft oder flapsig? Abracadabra. Was ist sie denn eigentlich so für ein Typ? Kann ich da gerade mal eben nachschauen? So, ehrlich, hilfsbereit, witzig, tapfer, romantisch, neugierig. Okay, dann würde ich sagen, da sie nicht ganz so witzig ist, machen wir sie jetzt ein bisschen witzig. Okay, ist jemand da? Hallo? Bitte rangehen, Geister. Vor allem könnte dem Chris das doch gefallen. Er hat schon keinen Bock mehr. Abracadabra. Komm schon. Falls ihr mich hören könnt, gebt uns ein Zeichen. Ja, ein Peace-Zeichen oder ein Stoppschild. Wenn ihr das Ganze nicht ernst nehmen wollt. Okay. Ist jemand da? Egal wo da ist. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Klarstellen, vortasten. Wie können wir dir helfen?
Er bewegt sich schon wieder. Was buchstabiert es? Er bewegt sich schnell. Warnung. Shit. Oh mein Gott. Warnung? Ich glaube, wir müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Okay, wer bist du? Wir können dir nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wer du bist. Kannst du uns sagen, wer du bist? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag wessen Schwester. Ja, wessen Josh, Schwester das, wohl? Das ist bestimmt. Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Ich frag mal einfach nach Hannah. Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine, dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Mal überlegen. Was ist mit dir passiert? Es tut uns so leid. Ganz ehrlich, ich habe ja wahrscheinlich nicht unendlich viele Fragen und natürlich tut's uns leid, aber wir wollen ja wissen, was passiert ist. Also von daher... Hannah, du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Sag es uns. Was ist passiert? B. E. T. R. Oh-oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meint sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K. I. L. L. E. E. Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Es Leute, tut mir so Leute, leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Boah, die arme Ashley, die das jetzt hier alles, alles machen muss. Wie bist du gestorben? Wer ist dein Mörder? Okay. Wer war das? Hannah, wer hat dich umgebracht? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. Oh. E. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Ah! Heilige Scheiße. Chris! Ach, wisst ihr was? Das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter. Es ist nicht. Ich kann das schuld. Nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Aber diese Gestalt habt ihr gerade auch gesehen im Hintergrund, ne? Yes. Oh, Scheiße. Yes. Oh, verdammter Scheiß! So, jetzt war's schnell. Jess? Ich hoffe so sehr, wo bist du hin? Dass sie uns nur irgendwie verarscht. Das ist nicht witzig. Das ist Jess. Definitiv nicht witzig. Süße, bist du da drin? Wo drin? Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht heilig. Also, oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du ich
will mir das nicht. Nein, guck, nein. Nein, du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht. Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Mürrisch, witzig, streng dich mehr an. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja. Oh, diese Stimme, du musst dich anstrengen. Du willst also mehr? Nee, eigentlich... Na, dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Oh, irgendwas ist da. Im Wald und hier unten auch noch ein Totem. Ja, was haben wir denn da Schönes? Ist jetzt Sam? Ich glaube, das war Sam, ne? Ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Film sehen. Da haben wir doch jetzt wieder was Neues, oder? Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie ein... Ah, okay. Gut, das war neu mit dem Einsturz. Okay. So, Jess, ich habe keine Ahnung, wo lang. Sind wir hier richtig? Also wirklich, wir müssen doch jetzt mal irgendwann bald da sein. Also ich hoffe, ich laufe jetzt richtig und nicht, dass ich da gerade oben lang hätte gehen können. Jess, komm bitte. Ich laufe aber jetzt hier nicht im Kreis, oder? Das wäre nicht so cool. Ja, wir sind doch beim letzten Mal über eine Brücke gegangen, oder nicht? Ist das jetzt eine neue Brücke? Ich habe keine Ahnung. Aber den Weg bin ich in der letzten Folge nicht gelaufen. Glaube ich zumindest. Vor allem... Oh nein! Ich bin jetzt... nicht ernsthaft. Das war doch jetzt hier die Stelle. Oder? Moment. Bin ich jetzt doof? Ja klar, wir kamen von hier. Schau mal, die Fußspuren. Oh, wie doof. Aber in der letzten Folge haben wir durch dieses Fernglas geschaut und konnten ja schon in die Hütte reingucken. Wow, das ist ja ein echtes Winterwunderland hier draußen. Das kann jetzt gar nicht so weit weg sein. Okay, wir sind richtig. Wenn komische Geräusche da sind... Nein, nein. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Ja, ja, bestimmt. Also. Abartig. Was? Hast du das? Nein. Hallo? Jemand da? Oh, sure. Shit, shit, ich bin ein bisschen langsam gerade. Ist doch bestimmt ein Wolf. Das Vieh hat uns fast umgebracht. Ja, komm, so schlimm ist es jetzt auch nicht, ne? Ich dachte echt, das wäre ein Wolf. Na gut. So, ich will jetzt zu der verdammten Hütte. Kann doch nicht wahr sein, dass der Weg dahin so ewig lang ist. Hat was. Ist genau so, wie du es beschrieben hast. Endlich! Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Yeah. Ich habe mir die jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Die ist ja voll die Baracke einfach nur. Ich dachte jetzt, es wäre irgendwie eine richtig coole Hütte. Wie kommt man denn da rein? Muss ich da hinten rum?
Nee, warte mal, da geht's jetzt nur links rum, oder? Ja, echt, also da hat der Josh aber ein bisschen zu viel versprochen, oder? Würde ich jetzt sagen, kann man da nicht rein? Doch, sehr gut. So, was haben wir denn hier? Maske? Oh, Hinweis entdeckt, alte Maske. So, untersuchen. Eine alte Bergbaugasmaske. Laut der Beschriftung im Inneren gehörte sie einem Bergarbeiter namens Billy Bates. Okay. Erschrecken. Schau dir die Maske an. Hehe, wir erschrecken sie. Das war dumm von mir. Das hab ich nicht gemacht. Die Arme. Oh mein Gott, Jess. Mag es nicht, mich jetzt auszulachen. Die Rache ist mein. Oh nein, das ist nicht fair. Ausgleichende Gerechtigkeit, meine Liebe. Ich hab dich nur erschreckt und nicht völlig durchnässt. Ich werde tun, was ich nur kann, um dich aufzuwerten. Dann beeil dich aber mal. Ich schätze meine Aufwärmkünste nicht. Boah, ich dachte jetzt wirklich im ersten Moment, dass sie da in den Bach fällt und irgendwie einen Wasserfall runter oder so, dass ich sie jetzt damit gekillt habe. Aber es war trotzdem nicht wirklich nett, muss ich sagen, weil es ist schweinekalt und sie ist jetzt komplett nass, was nicht ganz so cool ist. So, was soll ich jetzt hier in der Hütte? Hier ist nichts außer eine Maske. Ich dachte, hier können wir rummachen. Was ist das für eine blöde Hütte? Mike, was hast du hier erzählt? Was haben wir denn jetzt überhaupt als Ziel? Aktuelles Ziel, folge dem... Ist das nicht die Hütte? Ist das irgendwie die Hütte vor der Hütte? Ich glaube, das ist die Hütte vor der Hütte. Ich müsste auch eigentlich mal eine Aufnahmepause machen, aber es wurde jetzt gerade nicht gespeichert. Ja, keine Ahnung. Also kommt mir jetzt so vor, als wäre das nur eine... Oh, ich sterbe, Alter. Ich sterbe. Warum? Ach du Scheiße. Was ist das? Was ist das, Leute? Verdammt! Echt furchtbar. Shit. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Hier ist töten, hier ist beruhigen. Hier ist töten. Okay, Mann. Hey. Wir bringen das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein. Okay. Gott. Wie soll ich... Ich kann nicht hinsehen. Okay. Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab! Lauf! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung! Eine Brücke hier lang! Mike, komm hier rüber! Abkürzung, Weg folgen. Lauf den Weg. Bleib auf dem Weg, wir sind fast da! Keine zu riskanten Sachen machen, bitte. Ja, mach hinne. Alte! Jessica, helfen! Oh, das war wieder dumm, ne? Komm schon, wir müssen weiter! Ja! Mädel! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Oh, Schwachsinn! Nein, 100%, 110. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Wir sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey,
Der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche es. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja, my lady. So, in der nächsten Folge werde ich mich um die romantische Beleuchtung kümmern. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!